Die 43 Studenten sind wohl tatsächlich ermordet worden. Die Geständnisse von drei Verdächtigen lassen kaum einen anderen Schluss zu. Ich begrüße Sie bei den Weltbildern. Ganz Mexiko ist entsetzt, denn Behörden und Polizei sind offenbar wirklich in das Verbrechen verwickelt. Deshalb besetzten Demonstranten den Urlauberflughafen Acapulco und legten ihn für mehrere Stunden lahm. Das ist Mathilda. Sie geht in die Grundschule, wie Millionen Kinder in Deutschland. Aber Mathilda wohnt und lebt vom und im Müll. Und das in einem Land, das in diesem Jahr sowas wie den Sechser im Lotto gewonnen hat. Es bekam nämlich nach jahrelangem Warten den ersehnten Status als EU-Beitrittskandidat. Kann man kaum glauben, wenn man sieht, wie Mathilda und ihre Geschwister mitten in Albanien leben müssen. Freuen Sie sich schon auf Ihr neues Handy? Viele sind ja schon heiß auf das nächste Modell, das noch mehr kann, noch besser aussieht und so wunderbar in der Hand liegt. Aber was kaum jemand weiß, für all die tollen Dinger braucht man Zinn. Und das geben die Hersteller sogar zu, zum Teil unter schlimmsten Bedingungen gewonnen. Etwa ein Drittel des weltweit gehandelten Zinns stammt von der Insel Bangka in Indonesien. Tja, absolut. Die Alten bleiben, die Jungen ziehen weg. Ganze Dörfer veröden, auch bei uns in Deutschland ein Riesenproblem. In Italien kommen jetzt aber wieder neue Bewohner. Nein, keine Flüchtlinge, sondern Menschen mit Taschen voller Geld. Die kaufen dann nicht nur eine schöne Villa mit Pool, sondern gleich ein ganzes Dorf. Und das Erstaunliche ist, auch die alten Bewohner profitieren davon, denn die neuen Nachbarn bringen neue Jobs. Da sich aber leider nur sehr wenige weltweit Millionäre nennen können, bleibt für alle anderen das Thema Mindestlohn ein Dauerbrenner. Bei uns soll man ja ab Januar mindestens 8,50 Euro pro Stunde verdienen. In den USA ist der Aufschrei bei staatlichen Eingriffen in die freie Wirtschaft ja bekanntlich groß. In Seattle aber soll es 2015 einen rekordverdächtig hohen Mindestlohn geben. 15 Dollar, nämlich ungefähr 11 Euro pro Stunde. Erstaunlicherweise ist die Freude darüber relativ verhalten, wie unsere Korrespondentin Karin Doe erlebt. Was sagen Sie zum Thema Mindestlohn in den USA, aber auch bei uns? Diskutieren Sie mit uns auf Facebook und weitere Infos zu den Weltbildern. Die finden Sie bei uns im Netz unter ndr.de/weltbilder. Wir freuen uns nächsten Dienstag wieder auf Sie. Hier geht es jetzt um ein anderes brisantes Auslandsthema, um den Kampf um Tibet. 3 Jahre wurde vor die Doku recherchiert. Zu sehen ist auch bisher noch nie gezeigtes Bildmaterial. Bis bald, machen Sie es gut.